Im Old Trafford trafen zwei Mannschaften aufeinander, die am ersten Spieltag ihre Partien gewinnen konnten. Manchester United schlug Paris mit 2:1 auswärts, kurz vor Schluss. Und RB Leipzig besiegte Bajak Shehir mit 2:0, doch recht souverän. Hier aber Manchester United zwar abwartend, aber trotzdem die gefährlichere Mannschaft. 21. Minute, Rashford. Er hatte den entscheidenden Treffer in einer guten Einzelleistung erzielen können. RB Leipzig hier erstmal unterlegen. 22 Meter Torentfernung, Freistoß, Bruno Fernandes und Rashford. Jetzt schlägt dazu. 31. Minute, gut angelobt dieser Freistoß, ist kein Abseits. Und Leipzig einen Gedanken zu langsam. Ging so in Ordnung, diese Führung. Jetzt mal Leipzig. Ein Nkunku zu Paulsen. Eiskalt vom aktuellen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Yusuf Paulsen schließt ab und erzielt das 1:1. Aber Manchester United kam nochmal vor dem Pausenpfiff. Leipzig diesmal nicht eng genug dran. Bruno Fernandes zu Rashford. Eisig kalt. 2:1, 45. Minute. Doppelpack Rashford. Leipzig in jeder dieser Situationen immer etwas zu handlungslahm. Das 2:1 nach 45 Minuten ging dann so absolut in Ordnung. Aber es war ja genug Zeit, das zu korrigieren. Paulsen. Christopher Nkunku. Kampel legt rechts raus zu Benjamin Henrichs. Sucht die Anspielstation, findet Paulsen. Zurückgelegt zu Kevin Kampel. Paulsen kommt aber nicht durch. Wird da abgewehrt im letzten Moment. Es war bis dahin gut gespielt. Dann dauert der Abschluss vielleicht einen Augenblick zu lange. Dann wird der Fuß reingestellt. Manchester United schaltete kurz zurück, ging jetzt aber wieder auf Angriff. Fred kriegt den Pass da irgendwie durchgesteckt. Bruno Fernandes in der 68. mit dem 3:1. Da waren sie jetzt auch dann eiskalt. Das war die erste gute Möglichkeit für Manchester United. Leipzig war gebrochen, hier ging nichts mehr, stattdessen McTominay mit dem vierten Treffer, war jetzt am Ende doch einen Treffer zu hoch, dieses Ergebnis stützt sich da auch ein bisschen gegen Willi Orban auf, aber das ist wohl alles im Rahmen des Erlaubten. So endet diese Partie ja doch recht heftig mit 4:1, Leipzig war nicht drei Tore schlechter, trotzdem geht dieses Ergebnis mit diesem Sieger Manchester United in Ordnung.